Willkommen zurück zu einem neuen Smash-Part. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, heute spielen wir wieder mal den Classic-Modus. Und das wird ja mal schon mal ganz cool. Jetzt ist nur die Frage, mit wem haben wir es noch nicht gespielt? Ich weiß nämlich noch nicht, haben wir noch keine Gedanken gemacht, mit welchem Charakter ich es heute mache. Denn ich wusste ja nicht, mit wem ich es schon habe. Und wer mir noch fehlt. Mii-Kämpfer wäre eine Wahl. Dakantur. Meta Knight. Darain. Palutena. Zelda. Diddy Kong. Und Little Mac. Ich denke, wir machen Sonic. Da jetzt ja auch ein Sonic-Spiel für NX angekündigt wurde und natürlich auch Sonic das Jubiläum hat, glaube ich zumindest, deshalb wird Sonic die heutige Wahl sein. Mit dem Charakter bin ich allerdings ziemlich spiele nicht oft mit ihm, deshalb wird das jetzt wohl ein Desaster. Natürlich ganz schwer, werde es wahrscheinlich nicht schaffen auf dieser Stufe, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. So, was nehmen wir? Ich nehme den einzelnen Gegner mit der Game & Watch, damit die Steuerung oder halt ich mich mit ihm ein bisschen mehr vertraut machen kann. Mr. Game & Watch. So, Sonic ist ja der schnellste Spieler, wie es sich gehört. Früher war es ja Captain Falcon. Sein Moveset ist ja an die 2D-Sonics aus alter Zeit angelehnt. Oh, ich dachte schon. So. Sein Kick, der ist sehr gefährlich, auch für uns. So, diesen Spin-Dash. Den kennt man auch so. Ah. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht so richtig, was da der Unterschied zwischen der unten B-Attacke und der Seiten B-Attacke ist. Irgendwie ein Unterschied ist da schon, aber sieht ja absolut gleich aus. Egal, wir werden den jetzt mit dem Ding hier wegfetzen. Genau. So. So, ein Gegner war natürlich viel zu einfach für uns, deshalb nehmen wir jetzt das. Auf der Hyrule Bridge. Elden Bridge. Ich glaube, das schaffen wir auch noch. Wrestling-Attacke von Bowser. So, so. Sonic ist eigentlich stark. Also, ich treffe voll oft in Online-Kämpfen auf starke Sonics. Aber ich kann nun mal nicht mit ihm umgehen, optimal. Hab noch nie so richtig mit ihm geübt. Deshalb ist das schon eine Herausforderung für mich. Bleibt's wenigstens spannend. Oh, voll weggeslasht. Pokéball. Den holt sich Sonic. Und Mautzi kommt raus. Oh, jetzt dachte ich schon, ich bin ausgerannt, aber nee. So, und jetzt geht's hier rund. Unser Gegner, Hauptgegner, Rivale ist Lucina. Und hier geht's jetzt mächtig ab. Zwei DLC-Charakter mit Ryu und Cloud. Das kann ja was werden. Ich lade jetzt hier einfach mal ab und warte, bis jemand kommt. Wow, der Cloud hat schon aufgeladen, seine
Fähigkeit. Und schon voll eingesetzt und getroffen. Cloud ist ein gefährlicher Gegner. Aber unser Hauptrivale ist immer noch Lucina. Die ist jetzt am stärksten hier. Wie sie alle zuschauen, wie Cloud hier wieder sein Special auflädt. So, Olimar ist schon weg. So, komm, lassen wir Cloud sein Ding einsetzen. Okay, er hat es vergeudet. Soll mir recht sein. Oh, voll gekontert. Das tat weh. Oh, oh, Lucina hat schon zwei Teile der Hydra. Oder? What? Das gilt doch erst um 50%, dass man rausgeschleudert wird. Ach du Scheiße. Fängt ja schon gut an, im dritten Kampf verloren. Jetzt sind wir prompt auf 8,5 herabgestuft worden. Das ist doof natürlich. Ist zwar etwas leichter, aber... Ich wollte wenn schon erst bei Crazy Hand und Meisterhand verlieren. Shoryuken! Ja, da sieht man mal, dass ich nicht so wirklich mit Sonic umgehen kann. Jetzt ist Cloud schon weg. Immerhin. Lucina, meine Gegnerin, ist auch weg. Wow, voll. Oh, jetzt wollte ich da eigentlich das Curry nehmen. Boah, ist das schnell. Fast schon zu schnell, um ihn zu kontrollieren. Midna. Ich setze hier mal alle Items ein hier. Wow, voll Diddy Kong weggesmashed. Und den auch noch. Nice. Jetzt hat alles geklappt. Weiß auch nicht, woran das vorhin lag. Egal. Luigi ist jetzt weg. Und weg mit dir, Lucina. So, gegen wen kämpfen wir? Ryu. Einzelner Gegner, aber... Ist ja langweilig. Gehen wir hier voll ins Getümmel rein. Oh ja, das Sonic. So, die Tetris-Musik. Ja, ich muss echt noch viel mit Sonic lernen. Aber dann, wenn ich ihn drauf hab, dann habe ich ihn drauf. Logisch, oder? Hier, unser Sonic, er kann zwar nicht schwimmen, aber dafür kämpfen. Ja, Sonic kann nicht schwimmen, wie ihr vielleicht wisst. Und der Grund warum ist lustig. Der Erfinder, ich glaube es war der Erfinder von Sonic, er dachte Igel können nicht schwimmen. Deshalb kann Sonic nicht schwimmen, aber Igel können ihn echt sehr wohl schwimmen. Also in Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen hat ja Sonic immer auch eine Schwimmweste an. Witziges Detail. So, zu dritt sind wir nur noch. Ich wollte sagen zu zweit.
Habe jetzt natürlich den Luma nicht als Person mitgezählt. Und jetzt... haben wir's. So, oh, eine neue Peach-Spezialtechnik. Cool. Will ja allmählich auch alle Spezialtechniken haben. So, jetzt noch den Kampf. Bayonetta, Rob und Alf in der Pac-Man-Welt. Teamkampf, okay. Dann nehmen wir... Rosalina. Link ist nicht schlecht. Mega Man. Okay. 3 gegen 3. Mal schauen, ob es die Omega Stage ist oder die bewegende. Okay, die bewegende. Und da ist es leichter, die Leute ins Aus zu kicken. So, Bayonetta zieht sich wieder aus. So, ein bisschen unübersichtliche Map, ich weiß. Der erste ist schon weg. So, wir müssen aufpassen, was Bayonetta hier mit unserem Link aufführt. Sie sehen nur noch sie da. Hier voll 2D, als wäre es von einem 2D-Bildschirm. Wo bin ich? So, zwar beide irgendwie Sega-Charaktere. Beziehungsweise Bayonetta ist ja ein Platinum Games-Charakter, aber ihr wisst ja, Sega published das. Die veröffentlichen das. Oh, neue Pac-Man-Fähigkeit. So, und jetzt Team Me. Und danach ist eh schon Finale. Nice, wow, das ist sehr wirkungsvoll. Ich spam das einfach mal. Finde ich gerade schade, dass ich nicht mehr bei 9 bin. Denn... ich hab da jetzt echt gute Karten. Gibt ja auch ein Achievement. Bei dem man nur ein... oder da, bei dem man kein Leben verlieren darf, den ganzen... All-Star-Modus lang, auf Stufe 9, glaube ich sogar. So, nur noch einer. Und der ist jetzt auch tot. So, jetzt kommt schon der finale Kampf. Natürlich der schwierigste. Ich glaube nicht, dass wir den hinkriegen. Hoffen kann man ja. Aber glauben du es nicht. So, hier bei Crazy und Meisterhand bloß nicht so viel leben lassen oder Prozent geben lassen. Nice. Okay. Sonics deutsche Rocco-Stimme. Die Stimme ist aber irgendwie passend. Aber trotzdem witzig, dass es die von Rocco ist. Jetzt zum Skorpion, zum Biest. Oh.
Nice, jetzt das Schwert. Das werde ich... Da werde ich mein erstes Leben geben müssen. Fürchte ich. Also ihm noch so viel abziehen wie möglich. Shit. Oh oh. Wow, ja, hat mich nicht getroffen. So, der letzte Dunkel Sonic. Shit. Der ist natürlich genauso schnell wie wir. Los, konzentrieren. Nein! Bloß nicht zu oft treffen lassen, Mann! Musik geht auch schon voll ab. Weg. Flieg raus, flieg raus. Nice. So, dann beginnen wir ja jetzt mit der richtigen Action. So, das Herz lassen wir noch da. Geh weg! So, der Stahlfuss da oben, der ist auch sehr doof. Bloß Acht geben. Lass mal angreifen. Jetzt diesen Fruchtknoten da oben. Nein, nicht treffen lassen! Wir dürfen nicht über 100% kommen. Sonst haben wir es nachher ganz, ganz schwierig. Denn wenn man die Lava berührt, das wisst ihr ja, mit über 100%, dann ist man sofort tot. Deshalb hohe Achtung. So, hier gleich wieder eine Pflanze. Natürlich kennt man dieses Level schon auswendig. Der Stachelwach-Wichser! Nein! 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 Fuck you! Ja, schön für dich! Fortsetzen? Frag dich zu dumm, du! Boah, das ist echt immer sehr frustrierend. Wenn man da verliert. Scheiße gelaufen. Ja, voll die Watsche. Ja, natürlich, die Krümel. Ja, jetzt haben wir eh schon so viel Prozent. So. Aber die, jetzt halten die anderen natürlich auch weniger aus. Da ich ja jetzt ein bisschen eine leichtere Stufe hab. Ja klar!
So nice. Oh oh. Bloß nicht sterben. Bloß nicht, sagte ich, und nicht. So, jetzt kommt ja schon das Schwert. Da werde ich wahrscheinlich wieder den Löffel abgeben. Oh oh. Nein! Tot. Nur noch gegen Schatten Sonic. Einfach die Schnelligkeit ausnutzen. Denn er tut das offenbar nicht. Das ist eine gute Strategie. Ja, jetzt boxt er mich doch. Ja, als ob er es riechen könnte. Der gemeine Finger, der. What? Ja! Komm. Ah! Guter Treffer von dem Trottel. Voller Arschtritt. Geh sterben. Jetzt aber komm. Boah, Mann. Der will nicht. Jetzt aber. Das Labyrinth wird uns aber nicht erspart. Ich glaube, erst ab 7,5 muss man es nicht mehr machen. Ich will es aber machen und schaffen natürlich. Herz lasse ich wieder stehen. Du Scheiß! Stalfos! So. Was ist mit dir los? Wieso schießt es in die falsche Richtung? Na, es soll mir recht sein. Ja, komm! Wie viel fucking Treffer hält er aus? So, da unten ist wieder die Hölle los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Noch nicht ganz. Komm! Oh, gut. Jetzt aber. Nice, nice. So, Halbzeit. Und jetzt Stufe 2. Muss mir jetzt aber auch ein bisschen beeilen. Und Feuer mit dir. So. Wo bin ich? Und wird hier echt gehetzt. Wow. Gut ausgewichen. Okay.
Du Scheiß! Drecksack! So. Gott sei Dank sind wir hier beim Fin. Das ist das finale Herz. Ich glaube, diesmal schaffen wir es echt. Nein! Drecksvieh! Drecksvieh! Komm, weniger als eine Minute Zeit. Nice! So schnell, 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 schnell! Halbe Minute nur noch. Beeil dich! Ah ne, die Zeit bleibt stehen, gut. Wenn man sich jetzt nicht beeilt, ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt, dann tötet das Ding ein. Und das hätte uns gerade noch gefehlt. Wir haben das Mistvieh. Wir haben es vernichtet. Zwar auf Stufe 8, nicht auf Stufe 9 oder so. Aber bin trotzdem zufrieden. Guckt. Wir haben beide Spezialtechniken. Und die Sonic-Trophäe kriegen wir jetzt. Klasse. Ja, wie ich vermutet habe, wir schaffen es nicht auf der höchsten Stufe. Ich bin einige Male gestorben, aber war zu erwarten. Ich bin nicht sehr geübt mit Sonic. Werd mit dem üben aber. Und besser werden. Freut mich aber trotzdem, dass ich jetzt noch das Labyrinth mit ihm geschafft habe. Wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Oh, das tut jetzt gut. So, natürlich Super Sonic hier. Freilegen. So. Hier brauchen wir noch was. Genau. So, ich hoffe, für euch war der Part trotzdem irgendwie unterhaltsam, auch wenn ich oft gefailt habe. Unnötig gefailt habe, will ich meinen. Schon im dritten Kampf von dem blöden Cloud ausgeschaltet. Aber naja, so ist es nun mal. Ich ärgere mich auch drüber. Was willst du tun? Ja, Sonic, tolles Jubiläum, bekommt nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr ein tolles neues Spiel, Xbox One, PlayStation 4 und auch NX. Darauf können wir uns freuen und auch dieses Sonic Mania, ein neues 2D-Spiel, bisher nicht für eine Nintendo-Plattform angekündigt, aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. In letzter Zeit kamen ja nicht so gute Sonic-Spiele raus, aber das ändert sich ja vielleicht. Oder hoffentlich bald wieder, damit der Igel wieder in neuem Glanz erstrahlt, so wie auf diesem Bild hier. Ja. Yeah. Ja, bei Pac-Man.
Jasmine fehlt mir anscheinend noch was, aber Peach habe ich jetzt vollständig. Gut, ich komme meinem Ziel, alle Attacken zu sammeln, immer näher. Natürlich auch meinem Ziel, alle Trophäen zu sammeln. Wir sehen uns mal unsere neueste Ergattung an. So, von diesem stacheligen Star einer gewissen Videospielreihe hast du sicher schon gehört. Im Gegensatz zu seinen Artgenossen ist er ultraschnell, schwimmen kann er allerdings nicht. Nutze seine Flinkheit, um den Angriffen von Gegnern auszuweichen, aber meide Wasser um jeden Preis. Ja, die Sonic-Trophäe. Sonic Lost World, schon so lange her. So schlecht finde ich das Spiel übrigens gar nicht. Nur mal, um es erwähnt zu haben. Aber ist ja ein anderes Thema jetzt. Coole Sonic-Trophäe. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wir sehen uns dann, wenn ihr drauf Lust habt, in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.